willkommen, meine Lieben, zu unserer heutigen Pilates-Leg-Workout-Stunde. Wie du schon hörst, wir trainieren heute unsere Beine. Die Beinvorderseite, die Beinaußenseite, die Beinrückseite. Klar ist deine Gesäßmuskulatur immer wieder mit dabei, aber ich denke mal, das sollte nicht schaden. Wir beginnen das Pilates-Warm-Up in der Child-Position. Dazu kommst du auf deiner Matte zum hinteren Mattenrand. Du rollst erst einmal deine Wirbelsäule ab. Du wanderst ins Brett nach vorne, in der Brettposition die Knie aufsetzen, schieb dein Gesäß frei zurück in die Child Position. Wir beginnen mit unserem kurzen Warm-up. Du atmest ein durch die Nase, mit der Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund. Die Ausatmung ist länger als die Einatmung. Mit dem Ausatmen nochmal ganz kurz. Zur Erinnerung, der Beckenboden wird angespannt, die Bauchdecke großflächig an deine Wirbelsäule rangezogen. Komme nun mit der nächsten Ausatmung mit runder Wirbelsäule nach vorne. Beckenboden aktiv, Bauchdecke rangezogen. Einatmen, schiebst du dich langgestreckt zurück und noch einmal ausatmen, runden. Scheide Schweißbeinmatte. Einatmen, deine Wirbelsäule so lang es geht in die Länge ziehen. Wiederhole das noch zweimal aus. Und ein. Noch einmal ausatmen. Und beim nächsten Mal bleibst du vorne im Vierfüßlerstand. Du setzt deine Gelenke, die Knie unter die Hüftgelenke, die Hände unter deine Schultergelenke. Du atmest aus, spannst vorbereitend die Bauchdecke nach innen an, schiebst das rechte Bein raus und hebst es mit stabilem Becken an. Du atmest ein, du senkst ab. Atmest aus, die andere Seite, Beckenboden spannt an, Bauchdecke zieht kraftvoll nach innen oben. Wiederhole noch vier weitere Male. Zieh auch hier deine Schultern nochmal tiefer. Schau, dass die Ellbogengelenke eine minimale Beugung behalten. Wir arbeiten niemals in überstreckten Gelenken. Passiert ganz oft unbewusst. Und noch einmal aus. Setze jetzt das linke Bein ab und atme aus. Öffne den rechten Arm mal nach oben zur Decke. Schau der Bewegung hinterher. Atme ein, setze ab. Atme aus, öffne deinen linken Arm nach oben zur Decke. Atme ein, absetze. Mach das noch viermal. Aus, groß machen, Schultern tief. Ein, absetzen. Die andere Seite aus. Sehr schön. Noch einmal beide Seiten. Ein letztes Mal noch. Und danach schiebe dein Gesäß in die Child Position zurück, die Hände dabei etwas nach vorne versetzt. Runde nun die Wirbelsäule, öffne deine Beine und lasse dein Becken in die große Kobra mit tiefen Schultern sinken. Schiebe dich einatmend wieder zurück ins Child. Ausatmen, runde, deine Beine öffnen, Nacken breit auseinander, du schaust zu deiner gegenüberliegenden Wand. Schiebe dich lang zurück, wiederhole das Ganze noch viermal. Die Leisten sinken tief Richtung Matte. Drei. Noch zwei. Und beim nächsten Mal bleibe in deiner großen Kobra drin. Ziehe deine Schultern tiefer und tiefer weit weg von den Ohren. Die Leisten sinken tief, die Bauchdecke ist trotzdem sanft zur Wirbelsäule angespannt. Jetzt beuge dein rechtes Knie und schau über deine rechte Schulter zurück. Du atmest ein, du streckst lang aus. Du atmest aus zur anderen Seite. Und ein, noch vier Wiederholungen. Behalte die Länge von deinem Oberkörper. Deine Handgelenke rechts und links gleichmäßig belastet. Noch einmal beide Seiten. Und eine letzte Wiederholung noch. Und danach schiebe dich in deine Child Position zurück. Runde noch einmal nur die Wirbelsäule über die Mat Cat, atme ausrunden. Einatmen, lang zurückschieben. Ausrunden. Lang zurückschieben, noch zwei. Und bleibe für eine letzte Warm-up-Übung
in deinem Vierfüßlerstand drin, setze die Knie unter die Hüften, die Hände unter die Schultern. Du löst nun mit der Ausatmung den rechten Arm der Länge nach, ziehst ein, atme den rechten Ellenbogen dran und machst eine Seitenneigung, der Ellenbogen zieht zum Hüftgelenk. Ausatmen vor, einatmen, senken. Jetzt den linken Arm, jetzt könnt ihr es auch noch besser sehen. Du ziehst den Ellenbogen ran, du schaust der Armbewegung auch hinterher. Du ziehst ihn vor und senkst. Jede Atmung macht eine Bewegung. Aus, ein, ranziehen. Aus, mit tiefer Schulter vor, absetzen. Denke noch einmal daran, mit jeder Ausatmung spannt der Bauch an, der Beckenboden auf. So wird dein Rumpf stabil und die Bewegungen können sauber aus den jeweiligen Gelenken auch ausgeführt werden. Das ist die letzte Seitneigung. Und setze nun ab. Schiebe dich zurück. Komm vorbereitend noch einmal nach vorne. Setze deine Zehenspitzen auf und schiebe dich in einen langen Upstretch. Atme hier noch ein paar Atemzüge ruhig und gleichmäßig. Wir beginnen die Übungen im Ausfallschritt. Das heißt, du löst nun dein rechtes Bein. Du setzt es nach vorne zwischen deine Hände ab. Und die Hände auf Höhe deines Fußes nochmal. Und richtest dich nach oben auf. Wir beginnen mit einer Dreierkombination. Im Ausfallschritt, Basic, du sinkst tief. Du atmest an, du schiebst dich hoch. Du rotierst zu deiner rechten Seite, sinkst tief und kommst dann in eine Vorneige aus. Einatmen, Mitte, beginne von vorne, Ausfallschritt gerade. Danach deine Rotation zur rechten Seite. Und ausatmen, die Vorneige, die Arme ziehen nach vorne, eng bis an deinen Rumpf. Wiederhole, Basic Ausfallschritt. Ausatmen. Ein nach oben, rechts Rotation und in deine Vorneige. Sehr gut, wiederhole. Rechts Rotation. Und Knie so tief wie möglich, kurz über der Matte, sollte es stoppen. Das heißt, arbeite nicht so klein, sondern nutze dein gesamtes Bewegungsausmaß. Das wäre das Optimum. Und bis in deine Vorneige. Eine Wiederholung noch. Sinke tief. Schiebe dich nach oben. Rotiere zur rechten Seite. Und jetzt bleibst du beim nächsten Mal vorne. Du hältst den Oberkörper weit vorne. Dein hinteres Bein ist gestreckt. Jetzt halte und spüre einmal die Anspannung im vorderen rechten Bein. In deiner Gesäßmuskulatur halte. Fingerspitzen ziehen nach schräg unten raus, sodass die Schultern tiefer werden. Die Bauchdecke zieht noch mehr zur Wirbelsäule ran. Halte die letzten 4, noch 3, noch 2, 1. Und setze nun langsam die Hände nach vorne ab. Hole das rechte Bein zurück. Positioniere dich in deinem langgestreckten Brett. Nehme deine nächste Ausatmung für den Upstretch. Hier nun mal ruhig und gleichmäßig atmen. Und jetzt kommt die andere Seite. Du löst dein linkes Bein. Setz es zwischen die Hände nach vorne. Setz unter Umständen mal die Hände etwas nach und richtest dich nach oben auf. Jetzt die andere Seite. Atme aus, sinke tief. Einatmen hoch. Rotation jetzt nach links. Bis in deine Vorneige hinein, die Arme ziehen über vorne, nah an deinen Rumpf zurück. Atme ein, komm wieder in die Mitte. Und finde auch eine stabile Standposition. Auch hier ist es manchmal ein kleines bisschen wackelig. Und dann setzt du einfach nochmal nach, positionierst dich so, dass du eine stabile, sichere Position hast. Arms tief, ein hoch, links Rotation, Arme öffnen weit. Die Vorneige. Sehr gut. Wiederhole. Basic. Rotation, Vorneige. Sehr schön. Und komme bis in die Vorneige hinein.
Und eine letzte. Bleibe jetzt vorne. Halte die Position. Zieh die Arme eng an deinem Rumpf zurück. Halte. Zieh die Fingerspitzen wieder mehr und mehr nach unten. Halte diese Spannung bei. Noch 8. Bauchdecke anspannen an die Wirbelsäule. 4. 3. 2. 1. Und dann kommst du in die Mitte. Legst deine Arme nach unten zu deinem linken Fuß ab. Holst das linke Bein zurück. Setzt deine Knie auf. Baust Spannung im Rumpf auf. Und lässt dich über einen engen Push-Up auf die Bauchlage sinken. Oder in die Bauchlage, eher gesagt. Ziehe vorbereitet. Nun das rechte Bein raus aus der Hüfte, das linke Bein. Die Hände legst du vor dir ab. Die Stirn auf deine Handrücken. Ich drehe den Kopf zur Seite, damit ihr mich besser verstehen könnt. Vorbereitet, jetzt noch einmal die Bauchdecke ran, schmiegen Richtung Wirbelsäule nach oben. Beginne nun mit der nächsten Ausatmung, die Beine zu heben. Einatmen, zu senken. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Die Beinposition ist fußbreit, das bedeutet, dass noch ein dritter Fuß zwischen den Beinen Platz hätte. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Genau. Die Beine ziehen mit jeder Wiederholung mehr und mehr aus seinen Hüftgelenken heraus, sodass der untere Rücken gefühlt für dich sich länger anfühlt. Sodass die Bewegung aus der Kraft der Beinrückseite, der Gesäßmuskulatur kommt. Natürlich ist auch die Rückenmuskulatur mit dabei, das lässt sich nicht ausschalten, aber ist ja auch nicht verkehrt. Genau, du schaust immer noch auf deine Handrücken nach unten, sodass deine gesamte Wirbelsäule in einer langen Linie ist. Und dann halte beim nächsten Mal deine Beine in einer Schwebe. Zieh sie mehr und mehr raus aus deinen Hüftgelenken. Lass sie länger und länger werden, das was noch geht. Und komm nun in so kleine, schnelle Auf-Ab-Bewegungen wie beim Schwimmen. Atme dabei ruhig und gleichmäßig. Und spüre mal, wo merkst du deine Anspannung? Du bleibst vom Becken stabil. So ruhig wie möglich. Die letzten 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, stoppe nun und setze deine Zehenspitzen auf die Matte. Die Hände unter deine Schultergelenke und schiebe dich ganz kurz in die Child-Position, um deinen Rücken in die Länge zu ziehen, zu stretchen. Ganz bewusst durch die Nase einatmen. Mit dem Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund auch mal deine Schultern entspannen. Dann kommen wir mit dem nächsten Ausatmen mit runder Wirbelsäule nach vorne. Wir bereiten uns vor für eine zweite Runde. Wir nehmen genau dieselbe Position ein wie gerade eben auch. Du legst die Hände vor dir ab. Du legst die Stirn nachher auch ab. Ziehst das rechte Bein raus. Ziehst das linke Bein raus, holst die Bauchdecke kraftvoll nach innen oben zu dir heran. Den Oberkörper hebst du jetzt auch ganz sanft nach oben an. Ganz kleine Anspannung im Oberkörperbereich, im oberen Rücken. Jetzt atme aus, hebe erneut beide Beine an. Atme ein, senke sie ab. Ausatmen, heben, Schultern tief ziehen. Die Bauchdecke zieht kraftvoll nach innen oben. Na, wenn du das als unangenehm empfinden solltest, das hängt natürlich auch davon ab, wie beweglich ist deine Brustwirbelsäule in die Streckung, kannst du auch wie eben in der ersten Variante gerne den Kopf wieder ablegen. Ansonsten, wenn das gut geht, bleibe gerne in dieser Position drin. Hole noch 4, noch 3. Zur Bauchdecke, nicht den Beckenboden vergessen. Ne? Die Zentrierung, die Anspannung deines Muskelkorsetts ist immer eine Einheit vom Bauch
und Beckenboden. Beim nächsten Mal halte die Beine und stell dir schon mal gedanklich so kleine Kreise vor, die du nach außen beginnst. Du öffnest die Beine, du senkst sie etwas nach unten ab, du führst sie etwas näher zueinander und hebst sie wieder an. Ausatmen, Kreise nach außen, nach unten, zusammenführen und wieder etwas heben. Sehr schön. Jetzt dürfen die Beine natürlich auch ein bisschen weiter öffnen als diese fußbreite Position, dadurch kannst du keine Kreise ausführen. Sehr schön, wiederhole noch zwei. Und einen letzten noch, abschließend, noch einmal oben halten. Zehenspitzen absetzen oder Fußrücken ablegen, strecke den unteren Arm aus und drehe dich von hier aus direkt auf deine Seite. Jetzt finde erstmal die Position auf deiner Matte. Du legst den Kopf auf den lang ausgestreckten Arm ab. Die Vorderhand stützt auf Höhe deiner Brust. Das untere Bein holst du dir leicht nach hinten, das obere kommt schon in die Schwebe und verlängert genauso eben in der Bauchlage, ziehst raus aus deinem Hüftgelenk. Die Bauchdecke zieht an die Wirbelsäule ran und du beginnst mit den Abductions. Ausatmend hebe dein Bein an und einatmend senke es. Ausatmend heben. Nun stell dir vor, du liegst mit deinem Becken an einer Wand, sodass dein Becken stabil bleiben muss, keine Chance hat, nach hinten auszuweichen. Und nochmal daran denke, die Hüftgelenksbeweglichkeit, weil das ist jetzt, wo die Bewegung stattfinden soll, ist gar nicht so groß. Ich sehe ganz oft den Workout-Kurs, ich zeige einmal ganz kurz, wie es oft aussieht bei Mädels, dass das Bein so weit nach oben kommt. Dann weicht man über die Wirbelsäule aus. Bleibe da ganz ehrlich zu dir selbst, kontrolliere dich, sodass der obere Hüftknochen in einer senkrechten Linie zum unteren Hüftknochen sich befindet und vor allem auch dort bleibt. Sehr schön. Ausheben, einsenken. Hier nochmal die obere Schulter kontrollieren, ziehe sie noch mehr nach hinten unten. Und man kann immer wieder nachspüren, auch in die Bereiche, die gerade nicht arbeiten. Und beim nächsten Mal bleibt dein Bein oben. Es zieht mehr und mehr aus der Hüfte raus und du kommst in so kleine, federnde, kontrollierte Bewegungen. Jetzt stell dir vor, ich stehe an deinem Fuß und ziehe deinen Fuß noch weiter raus, immer weiter, immer länger. Du wirst merken, dadurch wird die Übung intensiver und anstrengender. Noch vier, noch drei, noch zwei, eins, dann stoppe ich hier, halte das Bein, halte es in der Länge, halte es noch ein bisschen, du hast es gleich geschafft. Und stell dir vor, ich ziehe dich jetzt weiter, so dass du nach oben in den Sitz kommst. Du schiebst dich hoch, setzt dein Bein ab und holst dir direkt für die andere Seite die Beine rüber. Du sinkst nach unten, findest erstmal die Position auf deiner Matte, untere Bein beugt an, Vorderhand stützt auf Höhe deiner Brust, Kopf, dich wird abgelegt, Bein wird angehoben und rausgezogen aus der Hüfte. Das ist ganz wichtig, ne? Die senkrechte Linie nochmal kontrollieren. Atme aus, komme jetzt hier in die Abductions rein. Atme ein, senke ab. Zieh den Bauch kräftig nach innen, aktiviere deinen Beckenboden. Obere Schulter nochmal tief nach hinten unten ziehen. Ausheben und ein. Seitlangen Position gibt es viele Variationen, ne, wie wir diese Muskelgruppe, die seitlichen Gesäßmuskeln, noch kräftigen können. Das machen wir bald in den nächstfolgenden Videos. Ne, einfach die Variationen, um ein bisschen mehr Abwechslung ins Workout reinzubringen. Ein letztes Mal noch und danach führe abschließend dein Bein nach oben, halte es oben, verlängere es und federn. Push, kleine Mini-Bounces. Bauchdecke noch mehr ranziehen, mach dich so schmal wie möglich. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abschließend halten, 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 rausziehen aus der Hüfte
und lege dein Bein entspannt ab. Ja, das ist hier jetzt diese gesamte Partie, die du spüren solltest. Manchmal habe ich danach auch das Bedürfnis, so ein bisschen die Muskulatur auszumassieren. Mache dies gerne. Und dann drehst du dich von der Position auf den Rücken. Nehme jetzt bitte das Bein, was gerade nicht in deiner Seitlage gearbeitet hat. Lege die Arme rechts und links neben dir ab. Für mich wäre es jetzt das linke Bein, für dich kann es natürlich auch das rechte sein. Strecke dieses Bein nach oben. Und jetzt ist es so, dass das Becken in der neutralen Position liegt. Also eine Hand zwischen unteren Rücken und Matte passt und vor allem auch so bleibt die Position deines Beckens. Jetzt beginne, ausatmen, dein linkes oder rechtes Bein aus der Hüfte rauszuziehen, den Fuß zu flexen und mit ganz stabilem Becken das Bein streckt zurückzuholen. Das sind die Leg Arcs. Atme aus, dein Bein zieht weit raus. Atme ein, hol es zurück. Bauchdecken ranziehen, Beckenboden aktivieren. Und ein, hol es zurück. Sehr schön. Ausatmen, bewusst rausziehen. Einatmen, zurück runter. Länger und länger. Entspanne auch in dieser Position deine Schultern. Noch zwei weitere. Und beim nächsten Mal halte dein Bein oben, halte es, den Fuß maximal rangezogen. Immer noch das Becken in der neutralen Position, das Kreuzbein ist der höchste Punkt auf deiner Matte. Atme ein, beuge du mal maximal dein Kniegelenk, atme aus, zieh den Fuß ran und strecke dein Bein in dieser Position. Du kannst auch gerne eine Hand zwischen unteren Rücken und Matte legen zur Kontrolle. Nur noch vier. Es könnte sein, dass du jetzt extreme Spannung im Bereich der Hüftbeuge merkst. Vielleicht eine Spannung im Bereich der vorderen Beinseite. Und beim nächsten Mal strecke dein Bein nach oben aus und lege es ganz lang auf deiner Matte ab. Einen kurzen Moment ziehe dir das rechte Bein so nah wie möglich heran, während dein linkes schwer und tief in deine Matte reinsinkt. Setze das rechte Bein auf oder das linke und setze das andere Bein nach. Wir beginnen direkt mit der anderen Seite. Du holst nun das andere Bein nach oben, überprüfst deine Beckenposition, entspannst die Schultern, beginnst mit deiner nächsten Ausatmung das Bein weit aus der Hüfte rauszuziehen. Du atmest ein, du holst es gestreckt zurück, um dein Becken mit zu bewegen. Aussinken, einatmen, zurückholen. Und wiederhole. Es könnte natürlich sein, dass dein Bein gar nicht so weit zurückkommt, sondern dass du vielleicht hier stoppen müsstest, weil wahrscheinlich merkst du, dass das Becken irgendwann sich bewegen muss, damit dein Bein weiterkommt. Das heißt, für dich wäre dann schon früher die Bewegung zu Ende. Und das würdest du dir peu à peu antrainieren. Das trainiert nicht nur, sag ich mal, die hüftbeugenden Muskeln, die Beinvorderseite, sondern auch die Beinrückseite in der Dehnung. Die verkürzen beim Rückseiten gar nicht so selten der Fall, ne? Genau. Eine Kombination aus Kraft und Beweglichkeit in einem in dieser Übung. Beim nächsten Mal bleibt dein Bein oben. Einatmen hoch und ausatmen, beugen jetzt mal an. Einatmen, strecken, ausatmen, jetzt beugen. Einatmen, strecken, zieh den Fuß maximal ran. Wiederhole noch vier. Die letzten zwei noch. Und ein letztes Mal. Oben halte,
das Bein lang rausziehen, auf deiner Matte ablegen, das linke Bein so nah wie möglich zu dir heranziehen. Das rechte Bein schwer werden lassen, tief in die Matte reinsinken lassen. Hier die Spannung, die sich aufgebaut hat, soll sich nun lösen. Wir kommen jetzt gleich in unsere letzte Übung, das Bridging, hinein. Eine Kräftigung der Gesäß, der Beinrückseite, der untere Rücken und vor allem raus jetzt aus der hüftbeugenden Position. Setz nun das langgezogene Bein auf, das andere auf. Das Becken beginnt in der neutralen Position. Jetzt nehme deine nächste Ausatmung, aktiviere deinen Beckenboden, zieh die Bauchdecke heran, kippe dein Becken, schiebe den unteren Rücken in die Matte hinein und rolle ausatmend deine Wirbelsäule nach oben auf. Atme ein, lege sie Wirbel für Wirbel nach unten ab. Wenn dein Becken Kontakt hat, baue wieder dieses kleine Hohlkreuz auf. Atme aus, Wirbel für Wirbel, verlässt nacheinander die Matte. Einatmen, langsam, kontrolliert, wieder abrollen. Ein kleines Hohlkreuz zum Ende. Ausatmen, aufrollen. Und ein, wieder ab. Beim nächsten Mal bleibst du jetzt oben in deiner aufgerollten Position. Du atmest vorbereitend ein, lässt nochmal den oberen Rücken etwas tiefer in die Matte reinsinken, entspannst deine Schultern. Nimmst nun die nächste Ausatmung, verlagerst das Gewicht auf den linken Fuß und nimmst das rechte Bein in die Tischposition. Du setzt es einatmend an den alten Platz ab, dein Becken bleibt auf einer Höhe und wechselst auf die linke Seite, auf linkes Bein Tisch. Einatmen, absetzen mit stabilem Becken und aus, wechseln. Und ein, lösen. Sehr schön, wiederholen. Es kommt jetzt etwas auf den Trainingszustand deiner Beinrückseiten an. Es könnte sein, dass die Beinrückseite anfängt, etwas zu krampfen. Das liegt daran, dass die Beinrückseiten oft nicht so gut trainiert sind wie unsere Beinvorderseiten. Dann mach eine kurze Pause oder gehe einfach in die Basic-Variante, das Auf- und Abrollen wieder rein. Gleich geschafft. Die linke Seite noch einmal. Und rolle deine Wirbelsäule nun nach unten ab, Wirbel für Wirbel. Ziehe dir ganz kurz beide Beine ins Päckchen und ziehe sie ganz nah zu dir heran. Wenn es angenehm für dich ist, kannst du auch von rechts nach links ein bisschen schaukeln. Wir machen das Ganze jetzt gleich in einer Variation für eine zweite Runde und dann haben wir es so gut wie geschafft. Okay, bereite dich vor, setze die Beine ab. Zweimal einfach nur die Basic-Variante, das Becken neutral, ein kleines Hohlkreuz. Mit deiner Ausatmung beginnend mit dem Aufrollen der Wirbelsäule nach oben, vor allem die Leisten am Ende hier lang strecken. Einatmen, wieder abrollen, ganz entspannt, ganz genüsslich. Ausatmen, wieder aufrollen. Und direkt jetzt oben bleiben. Wieder den oberen Rücken ein kleines bisschen sinken lassen, die Schultern entspannen. Atme aus, hole das rechte Bein in den Tisch. Achtung, einatmen, strecke das rechte Bein nach oben. Ausatmen, beugen, einatmen, absetzen. Wechsel, aus, linkes Bein, Tabletop Position. Einatmen, soweit deine Beweglichkeit es zulässt, strecken, absetzen. Bauchdecke anspannen, Beckenboden aktiv, mit jeder Ausatmung erneut. Sehr schön, wir machen noch 4 Wiederholungen, 2 rechts, 2 links. Dein Becken so stabil wie möglich zu halten. Und die letzte Wiederholung mit deiner linken Seite.
rolle ganz entspannt deine Wirbelsäule ab. Hole dir die Beine ins Päckchen zu dir heran. Also es war geschafft. Es war die letzte Übung. Komm jetzt noch ein kleines bisschen runter, regenerieren. Kommst mit den Beinen in die Mitte. Du holst sie in die Tabletop-Position. Rollst vom Kopf beginnend Wirbel für Wirbel nach oben auf und schiebst dich dort in die kleine Hocke, in eine halbe Vorneige. Hole hier das rechte Bein zurück, hole das linke Bein zurück. Komm nun in einen Abstretch hinein. Sitzbeinknochen schieben nach oben zur Decke. Du bildest ein spitzes Dreieck mit tiefen Schultern. Die Atmung wird ganz ruhig und gleichmäßig. Du fokussierst dich auf diese. Eine letzte bewusste Atmung. Dann schiebe dich in ein Brett. Setze deine Knie auf. Komm ins Schalten. Und genauso wie du begonnen habe, legst du dich jetzt ab. Atme ruhig und gleichmäßig. Und rollst nun vom Becken beginnend deine Wirbelsäule auf. Ziehst dich nach oben in Länge. Atmest aus, die Arme ziehen nach oben. Einatmen, senke sie nach unten ab. Ein letztes Mal auf tief ein. Und schließe oben deine Hände, atme aus. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für die Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr fandet es auch ein bisschen anstrengend. Und ich freue mich auf die nächste Einheit mit euch.